Ja, Hallöchen, da sind wir wieder. Und der Baum hat Früchte geworfen. Schön. Die Goldmünzenfrucht ist reif für die Ernte. Und sie muss nun erneut wachsen. Okay, das war auch nur eine. Also tatsächlich alle 10 Minuten eine Frucht. Die können wir jetzt natürlich nicht eintauschen bei Janju. Ja, können wir ja dann gelegentlich einfach mal machen, wenn wir sowieso wieder im Hotel sind. Weil ich habe keine Ahnung, wie viel wir ihm jetzt geben müssen. Werden wohl einige sein, bis er, weiß ich nicht, seine Krankheit da heilen kann. Und ich erwarte Antworten. Ich erwarte Antworten. Warum sind wir jetzt schon wieder hier? Was für eine Rundreise. Ich meine, wir haben natürlich auch viel gemacht, ne? Wir haben hier das Monster in der Kathedrale erledigt und ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendeinen großen. Und wir haben natürlich auch viele von diesen Mutanten erledigt. Keine Ahnung, ob das jetzt gereicht hat. Davon gab es ja eine ganze Menge. Wir haben die Bruderschaft verjagt, das heißt, der Malum-Distrikt ist jetzt wieder frei. Hurra! Die Mutanten da sind jetzt wieder frei, klasse. Das einzig Gute, was ich sehe, ist, wir haben wirklich die Fabrik gestoppt. Ja, wir haben die zurückerobert. Das heißt, es werden keine neuen Puppen mehr hergestellt. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier jetzt ein paar neue Dialoge auf uns warten. Und wir haben auch dieses schöne Gemälde von uns selber gefunden, beziehungsweise von unserem Vorbild. Ich vermute, dass wir vielleicht nach dem echten Sohn von Geppetto oder wem auch immer, designt wurden. Ne? Darauf basiert Pinocchio. Weil das Gemälde, der Junge, sah uns ja sehr ähnlich. Mal schauen. Der hat nichts Neues. Kaufen. Ah, braucht man eigentlich nicht. Kaufen. Ah. Okay, das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Das machen wir mal. Können wir unsere Superwaffe mit upgraden. Mit ihr sprechen wir später. Ihr neuer Dialog? Nein. Aber er bestimmt. Was? Der hat nichts Neues? Der? Ausgerechnet der hat nichts Neues? Oh, wir brauchen vier, wir haben zwei. Okay, was soll's? Vielleicht die Oma? Vielleicht die Oma? Ja, wenn man der Vergangenheit nachtrauert, ne? If you came from the Malum District, you probably saw the gold coin tree. I knew the tree was at the hotel, of course. I'm not the only one. The alchemists showed great interest in its fruit. I heard it's optimized to respond to ergo. But that's not the important part. The Krat disaster caused the alchemists to fight amongst themselves. Many people died or went missing. That's the real tragedy of the Rose Estate. I stopped cooperating with the alchemists. Protecting the hotel was too important. I sealed away the gold coin tree so no one would fight over it. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood was stealing from it. The hotel is Krat's last place of refuge. I am obligated to protect it. I'm going to protect you and the people inside until the day I die. If you were in my position, you'd do the same, I'm sure. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, wir haben sie natürlich auch nie gefragt nach dem Goldmünzenbaum. Aber sie hätte ja schon mal danach gucken können, ja? Ich meine, die Bruderschaft des schwarzen Kaninchens war einfach direkt an der anderen. Die war direkt über die Türschwelle. Boah, und die hat das nicht gerafft. Hätte man ja mal sagen können, wie gefährlich das auch ist. Die hätten jederzeit ins Hotel reingegangen. Wer soll sich denn hier verteidigen gegen die? Boah. Okay. Boah. Und du? Gut, er hat nichts Neues. Nee, nee, nee. Oh. Nee. Wow. Naja, immerhin haben wir das Geheimnis jetzt gelüftet. Hurra. Sophie hat auch nichts Neues. Aber ich gehe davon aus, dass Geppetto uns einiges zu sagen hat, wegen diesem schicken Gemälde, was wir da gefunden haben. Hier war ja nichts. Nichts. Nichts.
Was war hier? Achso, genau, hier war der Goldmünzenbaum, richtig. Hm, da kommen wir noch nicht durch. Da geht's wohl zum Gebiet des Puppenkönigs. Jetzt sind wir vielleicht endlich mal stark genug dafür. Sonst war hier keine Tür mehr, kein NPC mehr. Ja, bleibst noch du, ne? Aber erst. Wir haben 2 Quarz gefunden. Das würde ich gerne einlösen. Weil immer wenn wir 2 einlösen im Puppenorgan, kriegen wir ja schon einen schicken Bonus, ne? Fable-Slots hinzufügen wäre natürlich auch mal eine Idee. Erhöhte Überwältigbarkeitszeit. Ja, hoch mit dir. Blockregeneration, ja. Amulett-Slots, sehr schön, interessant. Aufsteiger ausweichen, ermöglicht ausweichen, wenn man am Boden liegt. Finde ich auch nicht schlecht. Pulszellen erhöhen. Das fände ich tatsächlich sogar noch am... Also eigentlich ist es alles praktisch. Ich hätte gerne alles, bitte. Aber wir nehmen wahrscheinlich jetzt erstmal das hier. Übrigens, das wollte ich schon die ganze Zeit ansprechen. Gab es einen Entwicklerletter, einen Entwicklerbrief von den Machern von Lies of P, wo sie sich bedanken für die Community und so ein bisschen über die Updates reden, die passiert sind und die noch kommen werden. Und es wird an einem DLC gearbeitet. Es wird an einem DLC gearbeitet. Das sind tolle Neuigkeiten. Den werde ich mir auf jeden Fall dann holen. Den können wir gerne dann auch noch zocken. Gemeinsam. Da freue ich mich drauf. Es freut mich, dass das Spiel so einen Erfolg hat. Das hat es nämlich auch wirklich verdient. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll es wohl auch einen zweiten Teil irgendwann geben. Hm. Sehr gespannt. Na, das so am Rande mal. So, Lehrer-Slot. Genau, wir können jetzt ja auch Stufe 2 machen. Waffenangriff aufwerten, wenn Haltbarkeit maximal ist. Aber die ist ja schnell runter. Weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist hier, ehrlich gesagt. Waffenangriff aufwerten, wenn entladen. Wenn Pulszellen, wenn wir gar keine Pulszelle mehr haben, dann wird der Waffenangriff... Überwältigen Angriff bei Hinterhalt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Zerstörung für perfekten Block. Das kannst du natürlich sowieso vergessen bei meinen Skills. So, die Wiederherstellung von... Das fände ich nicht schlecht. Na, dass wir schneller, wenn wir keine Pulszellen mehr haben, dass wir die schneller wieder aufladen können. Damit sind wir ein bisschen auf der sichereren Seite. Dazu haben wir ja noch das schöne Amulett, dass wir manchmal, wenn wir eine Pulszelle verbrauchen, diese nicht verbrauchen, also die Anzahl nicht runtergeht. Nehmen wir mal das. Na, ich gehe manchmal gerne auf Nummer sicher. So, Legionsverbrauch während einer Krise verringern. Geringen LP. Ausdauerverbrauch von Sprinten. Oh. Achso, was haben wir hier noch? Verbrauchsgüter-Effektdauer. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Fable-Katalysator-Effekt aufwerten, fände ich auch nicht schlecht. Das kann man aber ein andermal machen. Ach so, okay, wir können... Ja, genau. Nicht, wir können immer nur einen Typ auswählen, das heißt wir... Vielleicht machen wir mal das hier. Wertet den Angriff von Fable-Künsten auf. Finde ich auch nicht schlecht. Hey, eine weitere Pulszelle. Damit haben wir jetzt 6, ne? Ja. Sehr schön. So, du alter Haudegen, was hast du uns zu erzählen? You're back. The Malam District. Schlimmer. Was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. Aber Mr. Venini, Mr. Stark, hat uns doch schon angedeutet, dass der Puppenkönig wahrscheinlich allein dazu gar nicht in der Lage wäre. Also der ist zwar mächtig, aber nicht so mächtig, um so einen Puppenwahn auszulösen. Ob das damit wirklich endet, kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und wir waren doch gerade bei der Alten im Rollstuhl. Warum hat die uns den Schlüssel schon gegeben? Boah. This portrait. I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it.
to think that you... You have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Siehste, sein Sohn. Da kann man ruhig mal klatschen. Wie schön, haben wir ihm einen kleinen Gefallen getan. Klatschen ist eine reine Form des Lobes und ein Ausdruck der Freude. Das mag daran liegen, dass er dem Klang eines glücklichen Herzens ähnelt. Du kannst das jetzt nicht benutzen. Will ich auch nicht. Vielleicht wird es aber noch wichtig. Na, die Geschichte von Pinocchio ist ja auch eine Geschichte des zum Menschwerden. Ups, schon wieder. Wir müssen immer neu kaufen, wenn ich da runterfalle. Aber stellen die das auch immer wieder neu dahin? Hurry up. I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. I feel like my time is slowly coming to an end. However, it's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. Schlüssel für den Eingang, Rosa-Isabel-Straße. Ich weiß nicht. Ja, sie ist natürlich auch sehr, sehr durch die Krankheit gezeichnet und alles. Aber die hat so eine Zuneigung uns gegenüber. Das ist nicht zufällig die Mutter des Jungen gewesen. Also die Frau von Geppetto. Ja, keine Ahnung. Könnte ja sein, weiß ich nicht. So. Ein von Antonia erhaltener Schlüssel eröffnet die Hoteltür, die zur Rosa-Isabel-Straße führt. Diese Straße war zu einer Hölle aus Feuer und Blut und zur Hochburg der Marionetten geworden. Doch einige müssen diesem Ort entkommen, um sich zu retten. Tja, dann würde ich sagen, statten wir uns mal ein bisschen neu aus. Das hier... Boah, ich würde sagen, das können wir später nochmal einsetzen. Wir machen jetzt erstmal wieder gegen... Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Und wir werden jetzt wieder die Elektrowaffe benutzen. Ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt, wenn wir zum Puppenkönig gehen... Ach, guck mal, hier steht die Zeit auch. Das ist schön. Da kann man, hat man immer schön im Blick, wie viele Münzen verfügbar sind und wann es sich wieder lohnt. So, was ich sagen wollte ist, wir gehen ja jetzt in das Gebiet der Puppen, also gehe ich ganz stark davon aus, dass wir jetzt auch wieder gegen solche kämpfen müssen. Alles andere wäre seltsam. Das heißt, wir nehmen jetzt auch wieder das da und das da. Gut. Ach, haben wir auch direkt ausgerüstet. Sehr schön. Ja, dann auf in die Rosa-Isabel-Straße, das letzte, Fragezeichen, große Gebiet dieses Spiels. Vielleicht schon das letzte Drittel. Auf geht's. Ist eine sehr schwere Tür. Braucht ein bisschen, bis die auf ist. Die sind alle verschlossen. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel, oder? Wieso haben die denn das nicht abgeschlossen? Hätte man die anderen beiden Räume auch noch nutzen können. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das hier aussieht. Die Hochburg der Puppen. Wir haben schon lange keine mehr bekämpft, übrigens. Jetzt hatten wir die ganze Zeit diese Mutanten. Ready. Oh, ja, es ist hell. Bewölkter Morgen, schön. Endlich wieder ein Grat, ich habe genug von diesen Mutanten. Aber die Bruderschaft ist auch noch nicht besiegt. Alle sagen, die werden jetzt vertrieben, aber ich bin mir ziemlich... Nur weil wir den Ältesten erledigt haben, der Rest. Rosa Isabel Street, the Entertainment District. You might call it extravagant,
operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... Yeah, it's getting a little depressing. Ja, immer schöne Hintergrundinformationen, sehr spannend. Ja, sieht schon schön aus hier. Ich wünschte, wir könnten mit dieser Straßenbahn da oben mal so eine Rundfahrt machen. Das wär richtig toll. Ja, wie gesagt, die Bruderschaft, nur weil der Älteste besiegt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die jetzt sich auflöst. Ich glaube es eher nicht. Das wird eher bitter, bitter, bitter Rache geben. Tja, wow. Ja, das ist schon ganz schön heftig hier. Also, puh. Erstmal den Stargazer reparieren. Und mal gucken, was das hier macht. Der Hexenturm und die Prinzessin. Der letzte Auftritt von Adelina, der größten Primadonna. Erleben Sie ihre leidenschaftlichen Geschichten. Tja, jetzt wohl nicht mehr. Lange nicht mehr in Krat gewesen. Ja. Eure Anzahl wächst nicht mehr, ihr seid dezimiert. Ich werde euch noch weiter dezimieren. Ihr Verrückten. Schön, dass man wieder so einfache Gegner hat. Das tut echt gut. Aber das wird wahrscheinlich sehr schnell sehr schlimm hier. Fable Katalysator. Uah! Siehste, sag ich ja. Oh, ich konnte nicht mehr rollen. Blöd. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin gegen die Wand hier gerollt. Deswegen habe ich den Schlag abbekommen. Egal. Wo kamen die jetzt her? Wurfzelle. Kommt die jetzt auch schon von den Dächern hier? Ach, ein NPC. Poster für der Hexenturm und die Prinzessin. Der Hexenturm und die Prinzessin, die von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobte Komödie. Das Estella Opernhaus wird sein großes Finale präsentieren. Es ist das letzte Werk von Coppelius Kempelen, dem erfolgreichsten Schriftsteller von Krat. Und der letzte Auftritt der roten Schauspielerin Adelina Corday, der größten Primadonna unseres Zeitalters. Das größte Abenteuer einer bösen Hexe, eines galanten Ritters und einer schönen Prinzessin erwartet euch. Kommt und erlebt ein unvergessliches Abenteuer voller Lachen, Schreien und Nervenkitzel. Rapunzel? Oh, who are you? Oh, my stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace. Even an elderly lady like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which reminds me, I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me and I'll give you something nice in return. Da waren wir schon mal, da konnte ich den Wein nicht mitnehmen. Das machen wir direkt, ich weiß ganz genau, wo der ist. Da fällt mir eigentlich ein, was ist mit, wer war das nochmal, Katze und Fuchs? Diese beiden NPCs, die uns eine Zeit lang begleitet haben und die uns dann auf einmal, ja, allein gelassen haben. Hier im Malum-Distrikt. Was ist eigentlich mit denen? Die sind gar nicht mehr aufgetaucht seitdem. Ich hätte gedacht, dass die sich irgendwie noch in den Bosskampf einmischen oder danach noch irgendwas sagen. Aber die sind einfach weg. Komplett verschwunden. Weil ich weiß bis heute nicht, was die genau vorhatten. Wollten die uns opfern? Wollten die, dass wir die Bruderschaft erledigen, damit sie, weiß ich nicht, keine Ahnung, befreit sind? Oder... Ja.
hier das Kommando übernehmen können? Oder ich habe keine Ahnung, was sie wollten. Ah, jetzt müssen wir doch nochmal hier durch. Eben hatte ich noch gesagt, ich habe genug von Mutanten. Aber dann machen wir das eben nochmal schnell für die Quest. Warum konnte ich den Wein nicht schon mitnehmen? War doch klar, dass ich den nochmal brauche, oder? Der war so auffällig. Naja. Dann halt nochmal. Ah, okay, die können wir nicht. Schade. Na toll. Wir sind mit irgendwas bedeckt, was uns langsamer macht. Ist das der Eiter aus ihrem Kopf oder was? Den sie da in der Flasche hat. Ist ja ekelhaft. Und bleib tot. So, hier runter war es, glaube ich. Aua, aua, aua. Mann. So, hier war jetzt, glaube ich, keiner mehr, ne? Ich hoffe es mal. Da. Hä? Hallo? Das ist doch die... Ernsthaft? Das ist doch die Flasche, die ist so auffällig. Oder habe ich die schon im Inventar? Nö. Ey, die ist so auffällig, diese Flasche. Wieso kann ich die nicht nehmen? Das ist doch dieser La Blevie Wein. Oder wie der heißt. Hä? War doch noch einer hier, okay. Hä, das ist doch hundertprozentig. Ich sehe es doch auch im Keller. Oder nicht? Das ist so hundertprozentig die Flasche, die ich brauche. Ich meine, auffälliger geht's doch nicht, oder? Klick, 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 kann nichts machen. Hm, toll. Und jetzt? Muss ich mir nochmal angucken. Ist doch sonst nichts. Das ist doch hier der Weinkeller. Oder dieser, ja, keine Ahnung, was das hier ist. Dieser Ort, dieser Weinort. Und es hieß im Keller, hat sie gesagt. Da, ja, okay, hier ist die Flasche auch nochmal, toll. Weil das war auch die Flasche, wo wir diesen Zettel gefunden haben. Und die Flasche war so auffällig, also ganz ernsthaft. Ah, da müssen wir wahrscheinlich... Ja, verdammt, ich habe mir den Dialog nicht richtig... Ich habe ein bisschen übersprungen, gedanklich. Mist, wahrscheinlich müssen wir hier rein, ne? Ansonsten gucke ich mal. Bevor wir jetzt alles absuchen müssen. Klatsch. Au. So, nee, hier kann ich nicht durch. Okay. Ist denn hier noch irgendwo was? Da liegt noch eine alte. Sternfragment ist nicht das, was ich gesucht habe. Aber hier ist, glaube ich, auch kein Keller, oder? Was ist hier? Keine Tür.
Okay, sonst gucke ich mal off-camera, sag ich mal. Damit wir jetzt hier nicht 10 Minuten suchen müssen, wo die blöde Flasche ist. Oder die kommt noch. Kann natürlich auch sein. Aber ich hätte echt gedacht, dass es hier ist. Habe ich mich aber massiv geirrt gerade. So ein Dingeling. Ja, okay. Dann haben wir nochmal einen kleinen Abstecher hier hingemacht. Soll's. Ja. Dann wieder zurück. Wie schade. Aber ich hätte es wirklich gedacht, weil wir hatten den Zettel da gefunden, der von diesem Wein berichtet hat. Und da steht diese überaus auffällig positionierte Weinflasche. Ich hätte gedacht, das wär's. Dann eben nicht. Weil sie gibt uns mit Sicherheit eine schöne Schallplatte. Keine Puppen, kein Problem. Wo kamen jetzt die anderen her? Ah, okay, hier oben. Ah, Wand. Boom. Die Wand, der schlimmste Feind im ganzen Spiel. So, jetzt nochmal. Wohin? Ach, Lorenzini-Arkaden. Weinkeller. Ja, hätte ja sein können, dass es im Malus-Distrikt da dieses Ding war. Keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass es so heißt. Wo wir auch den Zettel gefunden hatten. Dann ist das so. Na, genieße die Aussicht. Ach, das ist das Theater, okay. Gaspardo. Wo ist denn der Eingang? Ich würde mir gerne ein Stück ansehen. Möchte mich gerne begeistern lassen. Oh, oh. Wie schade. War bestimmt mal schön hier. Das Pferd hat das nicht verdient. Du hast so schöne rote Augen. Gut, das ist wieder mal ein Shortcut. Da kommen wir noch nicht durch. Kriegen wir wieder eine gewischt. Okay. Eine Künstlerkritzelei. Puppen sind die schönsten Wesen. Selbst ihre menschlichen Meister sind im Vergleich dazu unvollständige Wesen. Geschöpfe, die perfekter sind als ihr Schöpfer. Der Schöpfer, der sie erschuf. Wen würdest du eher loben? Ich glaube, das überdenkt er nochmal. Diese Aussage. Ach, wie ein Hausmädchen. Ah. Oh, gruselig. Das war gruselig. Dieses Grinsen dabei noch. Das ist auch wieder ein Shortcut? Ja. Explodierst du? Ja. Gut zu wissen. Noch eine. Oh, Scheiße. Boah, gerade rechtzeitig geheilt. Aufziehpuppe. So eine Harley Quinn, ne? Boah. Na toll, Suizidpuppen auch noch. Na komm. Sonderbericht. Das Geständnis eines Ausländers.
Die Alchemisten haben das goldene Zeitalter Krats eingeläutet. Das bestreitet niemand. Aber was wäre, wenn sie statt Gold eine noch nie dagewesene Katastrophe herbeiführen würden? Als Reporter erhielt ich eine überraschende Nachricht von einem Informanten, der früher selbst ein Alchemist war. Darin geht es um einen Fremden von jenseits des Ozeans, einen Alchemisten aus dem fernen Osten, der mal berühmt war in Krat. Als er von den Geheimnissen der Gruppe erfuhr, verließ er sie und benutzt seitdem eine andere Identität, da er um seine Sicherheit fürchtet. Die Reliquie des Trismegistus ist keine einfache Ergomine. Dieser Ort ist gefährlich. Meine Quelle behauptete, dass die Alchemisten einen Hintergedanken hatten, der nicht dem Wohl der Stadt dienen würde, und dass sie einen sehr riskanten Plan verfolgten, der mit Ergo zu tun hatte. Die Verschwörungstheorie über den Tod von Hunderten von Menschen klang absurd, aber die vorgelegten Beweise waren überraschend glaubwürdig. Als Reporter verbrachte ich Monate mit dem Informanten und konnte einen Blick auf die dunkle Seite von Krat werfen. Ich beabsichtige, meinen Bericht zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger vorzulegen. Da hatten wir ja schon Hinweise gefunden, in der Fabrik unter anderem, dass die Alchemisten irgendwie mit dem Ergo rumgepfuscht haben, und das könnte eventuell zu dem Puppenwahn geführt haben. Nur ob das nach hinten losging, vielleicht wollten sie auch die Kontrolle über die Stadt übernehmen und wurden dann selbst Opfer, keine Ahnung. Der Rest ist schwer beschädigt. Die Veröffentlichung dieses Textes wurde wegen der Verbreitung von Falschinformationen und der Förderung sozialer Unruhen verboten. Ja, war ja klar, ne? Schön unterdrücken die Wahrheit. Zusätzlich hat unsere Zeitung Reporter Medoro auf unbestimmte Zeit suspendiert. Wir entschuldigen uns bei den Bürgern für den entstandenen Ärger. Na, das ist dann wahrscheinlich Medoro. Schade. Er ging der Sache auf den Grund und das kam dabei raus. Nee. Boah, ich hab grad so Dead Space 2 Vibes, ne? Oh, ist das... Also das ist wirklich makaber. Wieso sind die so stark? Wer holt sich denn Puppenbabys? Was ist mit den Gesichtern los? Die werden ja wohl so nicht ausgeliefert, oder? Bah. Und ich dachte, die Mutanten waren schlimm. Solltet ihr nicht sauber machen? Okay, hier geht's wohl weiter. Gehe ich gerade nochmal ganz schnell hoch. Ein Bier bitte, Kellner. Was für ein Service. Oh, hier sind gar keine Flaschen. Sieht aus wie eine Theke. Entschuldigung, ist eine Theke. Egal. Okay, kurz nochmal hoch. Hey, ein Safe. Sehr gut. Klatsch. Legionsstecker. Sehr schön. Können wir das hier öffnen? Jawohl. Komm, geh auf. Oh, geh auch schneller auf. Unfassbar. Oi. Alles klar. Ein scharfes Rohr. Scharfes Rohr. Du hast ein scharfes Rohr. So, okay, da waren wir auch schon. Und prachtvolles Ergo-Fragment. Oh. Ja, Pflanzen und Puppen, ne? Gut, ja. Uch, das ist das erste Mal, dass ich ein Gewehr sehe von denen.
ist das denn? Ja. Ja, nein. Ha, cool. Aber den Zirkus haben wir doch schon hinter uns. Oh. Ach, das ist eine Puppe, okay. Den Parademeister haben wir doch schon besiegt. Wieso sind jetzt schon hier schon wieder diese Darstellerpuppen? Scheiße. Das Amphitheater. Über diesen Koffer komme ich nicht. Ich kann nicht springen. Ich kann alles, aber ich kann nicht springen. Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, bevor wir da jetzt weitergehen. Ist da oben eine Sackgasse? Weil hier sind so viele Puppen. Ich könnte mir jetzt zwei Sachen vorstellen. Erstens. Nee, das ist eine Sackgasse, ne? Da hinten ist noch so eine Truhe. Ich hatte gedacht, vielleicht wäre das hier unten lang. Da unten lang. Ein alternativer Weg. Aber scheinbar. Warte mal. Ich will jetzt erstmal hier die Gewehrtypen wegballern. Ja, super, ey. Ja, okay, warte. Ach so, haben wir ja. Ha, super. Was haben wir noch? Haben wir denn noch hier eine Wurfzelle? Sehr gut. Au. Ja, wunderbar. So geht's doch. Guck mal, so wirft man. Sehr gut. Wir sollten mal wieder die Waffe schleifen. Ah, von der anderen Seite komme ich ran. Hier geht's nicht. Nee. Okay, was haben wir denn hier jetzt für eine tolle Belohnung? Jetzt erwarte ich aber was richtig klasse Tolles. Okay. Okay, eine Waffe. Nehme ich. Nehme ich. Klinge des Krummschwerts einer Tänzerin mit Griff. Eine sichelförmig gebogene Schwertklinge, die von Tänzern des Ostens benutzt wird. Die wunderschön gearbeitete Klinge ist ein wahres Kunstwerk. Die Tänzer im Osten sind berühmt für ihre Schwerttänze, bei denen gebogene Schwerter zum Einsatz kommen. Ihr Schwerttanz erfordert sowohl Kraft als auch Technik, weshalb er als eine Kunst der Stärke und Schönheit bezeichnet wird. Ein halbmondförmig gebogener Schwertgriff, der von den Tänzern des Ostens verwendet wird. Daran hängt eine auffällige Dekoration, passend für einen Schwertanz. Tanz, Mondschein, Tanz. Bete, dass meine Liebe zurückkehrt, wenn der Sand sich verstreut. Aber pass auf, dass der Kopf meiner großen Liebe nicht zusammen mit den Tränen fällt. Ein Gedicht, das von einem östlichen Schwertänzer hinterlassen wurde. Ja, schön. Können wir ja mal demnächst ausprobieren, oder auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ja, also dann müssen wir wohl hier entlang. Das sieht schon wieder so vertrauenserdrückend aus.